Mein Name ist Andreas Felber. Ich bin Schweizer, stamme aus Luzern und bin seit gut, ja, jetzt mittlerweile, wir sind das 2,5 Jahren in Hannover, sowohl beim Mädchenchor Hannover als künstlerischer Leiter als auch als Professor für Chorleitung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Mein Weg zum Mädchenchor, der führte über viele Stationen. Ich habe mehrere Jahre lang den Schweizer Jugendchor dirigiert, den nationalen Jugendchor, habe da einfach meine Freude entdeckt, mit jungen Stimmen zu arbeiten, mit jungen Menschen zu arbeiten, die sehr begeisterungsfähig und leistungsfähig sind. Und hatte davor auch schon eine Anstellung beim Knabenchor in Luzern, wo ich selber auch aufgewachsen bin, selber diese Erfahrung auch mal gemacht habe als Junge, nicht im Mädchenchor natürlich, aber im Knabenchor, und weiß, was so eine Chorgemeinschaft ausmacht und wie prägend das fürs Leben sein kann. Und das war für mich ja immer ein Traum, auch so ein Ensemble mal zu leiten. Und über, wie gesagt, viele Wege bin ich dann nach Hannover gekommen, wo natürlich auch eine hervorragende Arbeit geleistet wurde. Der Chor ist in einem sehr guten Zustand, sowohl musikalisch, künstlerisch als auch organisatorisch. Super aufgestellt. Wir haben seit 5 Jahren ein neues Chorhaus, tolle Möglichkeit, in einer Kirche zu proben mit einem eigenen, sehr schönen Proberaum. Also beste Voraussetzungen, um toll Musik zu machen. Hannover gibt es seit 1952, ist mittlerweile also auch schon eine große Tradition in Hannover. Deswegen ist der Chor auch ziemlich bekannt in Hannover, in der Politik und in der Gesellschaft. Da gibt es viele Unterstützer dieses Chores, was natürlich hilfreich ist, weil da auch lange Jahre, Jahrzehnte hervorragende Arbeit geleistet wurde. Und mittlerweile ist der Chor so aufgestellt, dass wir einen Konzertchor haben, mit dem wir heute hier sind, zumindest mit einem Teil davon. Wir sind nicht mit dem ganzen Konzertchor hier, das sind ungefähr 90 Mädchen. Wir sind heute hier mit 38. Auf Reisen sind wir jeweils ein bisschen weniger. Und es gibt beim Chor 3 Vorstufen. Es gibt als erste Stufe die vokale Grundstufe, dann die Vorklasse und den Nachwuchschor. Und je nachdem, wann die Mädchen eintreten, das ist ungefähr so mit 7, 8 Jahren, sind sie dann unterschiedlich lang in diesen Vorgruppen. In den ersten beiden Stufen normalerweise 1 bis maximal 2 Jahre und im Nachwuchschor
ein bis drei, maximal drei Jahre, wo sie viel lernen, wo sie lernen, was heißt es, in einem Chor zu singen, wo sie Blatt singen lernen, wo sie viele Stücke lernen und so erstmal hingeführt werden auf dann die doch herausfordernde Literatur, die wir im Konzertchor dann machen. Frau Ströfel war jahrzehntelang die Leiterin des Chores, hat auch vorher schon Stimmbildung gegeben und kennt diesen Chor in- und auswendig, hat eine unheimliche Ausstrahlung auch vor dem Chor, hat das ist natürlich nicht einfach, in diese Fußstapfen zu treten. Das Wichtigste für mich ist, dass ich einerseits was Neues mit reinbringe, was ich versuche, und andererseits auch die Tradition, die besteht, natürlich erhalten will, weil das auch das, was ich mitgekriegt habe vom Mädchenchor Hannover, mich schlussendlich ja auch dann nach Hannover gebracht hat. Also ich mag diesen Klang, ich liebe diesen Klang, ich finde es faszinierend, was da passiert ist bisher, was der Chor leisten kann, und daran soll sich auch nichts ändern. Ich finde die Grundausrichtung genau richtig. Mir ist es auch ein Anliegen, neue Musik zu machen, neue Komponisten zu fördern, Stücke in Auftrag zu geben, mit dem Chor neue Dinge auszuprobieren, und das wurde auch schon lange Jahre gemacht von Frau Schröfel. Es gibt weit über 50 Uraufführungen, weit über 50 Stücke, die dem Mädchenchor Hannover gewidmet sind, die für den Chor extra geschrieben wurden. Da gibt es auch ein großes Archiv, also da kann man sich auch bedienen. Und es sind große Fußstapfen, daran werde ich auch gemessen werden, dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem muss ich da meinen eigenen Weg gehen, wie gesagt, mit viel auch Rücksicht auf die Tradition, die mir sehr am Herzen liegt.
meine erste Begegnung mit dem Mädchenchor Hannover war eine CD, die ich mir angehört habe mit romantischen Kompositionen. Und da habe ich mich sofort in den Klang des Chores verliebt, weil ich finde, wenn man liest Mädchenchor, dann hat man so, ja, oder viele Menschen haben dann eine Vorstellung, wie das klingt. Ja, das ist vielleicht sehr, sehr glockig oder eher hell im Klang, eher jung. Und dieser Mädchenchor, der hat nicht nur einen jungen Klang, sondern eben auch einen reifen Klang. Und diese Verbindung, diese Reife im Klang und in der Musikalität, diese Ausdruckskraft, die auch über die Stimmbildung, auch über die Ausbildung der Stimmen zu wirklich sängerischen, wirklichen Sängerinnen, das hat mich fasziniert. Das finde ich nach wie vor großartig. Und gerade in diesen romantischen Stücken, Schumann, Brahms, das ist das, ich finde, klingt der Mädchenchor unheimlich gut. Ja. Und wir haben heute auch für das Konzert ein paar Stücke dabei, die in diese Region gehen. Da haben wir Humperdinck, Reger und Cornelius, drei romantische Komponisten, und da liegt schon ein Klangideal, das ich weiterhin verfolgen möchte. Und dann haben wir aber eben auch die Jugendlichkeit, die Frische, die da mit reinkommt, die Ausstrahlung der Jugend, und da diese Kombination finde ich ganz toll. Zyklen von romantischen Komponisten mit dabei, alle arrangiert von Andreas N. Tagmann. Und zwar sind das Stücke von Cornelius, von Engelbert Humperdinck und von Max Reger. Das sind Sololieder mit Klavierbegleitung, die arrangiert wurden für Frauenchor, die wir auch schon mit einem größeren Ensemble gemacht haben, von der es aber auch diese sehr schöne Bearbeitung mit Klavier gibt. Daneben singen wir einige traditionelle Weihnachtslieder, die das Publikum
auch kennen wird. Mir persönlich gefallen die Humperdinck-Bearbeitungen sehr, sehr gut. Die sind sehr, ziemlich unbekannt, sie werden nicht so oft gemacht. Kennern sind sie natürlich bekannt. Das sind diese Sololieder, die wunderbar arrangiert wurden, auch von Andreas Tagmann. Sehr schön, auch passend für den Chorklang.